Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Beim letzten Mal habe ich gesagt, diese Truhe ist etwas Besonderes, aber nicht nur die Truhe, denn wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, bams, dann ist hier ein 100%iger Encounter und zwar gegen die Piske-Demon. In diesem Spiel gibt es einige von diesen Stellen, wo ihr wirklich auf eine Bodenplatte tretet und dort ist wirklich immer ein Encounter. Jedenfalls diese Viecher haben ein bisschen mehr Leben, deswegen möchte ich Temper gerne auf T-Hawk zaubern, weil ihnen das erlauben würde, mehr Schaden zu machen. Ansonsten sollten wir definitiv auch ein bisschen vorsichtig an die Sache gehen. Geben wir mal vorsichtshalber mal einen Protect erstmal auf Aloha, nicht dass hier zu viel passiert. Und ich hätte zweimal denselben angreifen sollen. Ich dachte, ich hätte mit Phoenix auch den unteren anvisiert, aber gut. Da wir sie schon 109 Damage, sehr schön. Gut, ich glaube, ich habe sie etwas überschätzt oder ich habe T-Hawk tatsächlich unterschätzt. Aber in dem Falle ist das eigentlich nicht zu kompliziert. Aber ihr seht schon, die hauen auf jeden Fall ordentlich rein. Aber ja, das passt. Alles klar. Gut, das war im Endeffekt nicht ganz so problematisch, wie ich es mir gedacht habe. Jedenfalls, holt auf jeden Fall die Truhe, wenn ihr hier steht. Geht nicht runter. Solltet ihr nämlich nach unten gehen, dann ist dieser Gegner halt schon wieder hier. Und wir haben die Crown, die wir brauchen. Übrigens, das ist, ich hätte eventuell schon einen Ort weitergehen können, wo wir tatsächlich noch ein bisschen mehr an Dialog gekriegt hätten, wofür diese Krone tatsächlich ist. Aber ich dachte dann, im Endeffekt würden wir zweimal gehen. Das ist auch ein bisschen Zeitverschwendung. Von daher habe ich das nicht gemacht, denn diese Krone geht natürlich nicht an den schlafenden Prinzen. Aber dieses Item brauchen wir, um den Prinzen im Endeffekt zu wecken. Jedenfalls sparen wir uns dadurch halt einen weiteren Weg. Und ich glaube, das hier ist tatsächlich die letzte Truhe hier unten gewesen. Ich bin der Meinung, mehr dürfte hier nicht gewesen sein. Aus diesem Grund werde ich schnell offscreen aus diesem ganzen Verlies oder besser gesagt aus der Marschcave wieder rauskommen. Und wir sehen uns dann eigentlich am besten. Na, für den Fall, dass es vielleicht doch knapp werden würde, würde ich sagen, sehen wir uns auf der Overworld. Nun denn, wir haben es zwar rausgeschafft, aber ihr seht schon, zwei Vergiftungen, Phoenix und Mr. Wolf hat es erwischt. Ich bin schon meine ganzen Potions quasi losgeworden. Was halt schon ein bisschen blöd ist, weil ich, obwohl ich wusste, dass Gift hier eine Gefahr sein kann, habe ich doch lieber Potions gekauft anstelle von Gegengiften. Und deswegen wird wahrscheinlich unterwegs ein bisschen, ja, ein bisschen viel Trouble herrschen, ne? Weil das ist halt schon ganz schön doof. Weil wir jede Runde Schaden kriegen und selbst wenn, ups, du greifst, wobei du schaffst den eh alleine. Aber selbst wenn wir kämpfen, kriegen wir nach jeder Runde Schaden. Und auf der Overworld, wenn wir laufen, kriegen wir auch für jeden Schritt Damage. Das ist ganz schön blöd. Könnte so passieren, dass einer der beiden stirbt, weil ich habe nur eine Phönixfeder, bin ich der Meinung. Aber gut, was soll ich machen? Ich werde mal sehen, eventuell reichen diese 16 MP von Aloha noch aus, um die beiden regelmäßig zu heilen, bis wir ankommen. Weil ich möchte ungern das Temp verbrauchen. Aber gut, ja, das ist halt die Sache. Gegengifte, merken wir uns das lieber fürs nächste Mal, sollten immer genug vorhanden sein. Im Normalfall würde ich diesen kompletten Weg zurück auch nicht onscreen machen. Aber ich glaube, ihr steht einfach drauf zu sehen, wie das Ganze hier kritisch ausläuft und ihr wollt doch die beiden tot sehen. Na, dann seid ihr aber gemein. So, gehen wir mal erstmal ganz vorsichtig zurück nach Elfheim. Das dürfte auch nicht so weit sein. Ja, natürlich, noch mehr Gegner, die einen vergiften können. Warum nicht, Spiel? Warum denn nicht? Ja, wenn, genau, greift lieber einen an, der schon vergiftet ist. Bitte. Auf jeden Fall, die Marschcave hat eine Menge Geld gebracht. Und das finde ich ziemlich stylisch in der NES-Version übrigens. Wäre ich wahrscheinlich zweimal reingegangen, einmal den nördlichen Pfad und einmal dann den richtigen Pfad für die Krone, nur dass ihr da Bescheid wisst. Aber weil das die PSP-Version ist und auf der GBA-Version nehme ich sehr stark an, ist das genauso von der Schwierigkeit her, solltet ihr das locker in einem Durchlauf kriegen. Aber denkt lieber dran an das, woran ich nicht gedacht habe. Das ist genauso wie bei Final Fantasy X, wo ich total die Weihwasser vergessen habe. Aber da hat es auch irgendwie hingehauen, im Endeffekt. So, wie weit ist es denn noch bis Elfheim? Schauen wir mal kurz. Ah, das ist noch ein ganz schönes Stück. Und ihr seht schon, jeder Schritt tut weh. Oh, es wird nicht leichter. Es wird auf keinen Fall leichter. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Übrigens, das hat uns eine Menge Geld gebracht. Ihr seht schon, 5700 G. Ich denke mal, mit dieser Menge an Geld werde ich auch ein paar Zauber kaufen. Das dürfte locker dafür reichen. Und Moment, wir sollten eventuell doch lieber mal wieder ein bisschen heilen. Nicht, dass wir im Endeffekt jetzt mit Mr. Wolf oder mit Phoenix so einen harten Schlag kassieren, dass die beiden draufgehen. Das wollen wir ja nicht. Dann kriegen sie keine Erfahrung mehr. Ja, denn das ist nicht Ni No Kuni. Das ist eh so interessant. Bei Ni No Kuni wird man am Ende des Kampfes wiederbelebt. Und kriegt sogar noch die Erfahrung, selbst wenn man im Kampf fällt. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber hier gerade die alten Final Fantasies sind, was das angeht, wirklich deutlich schwerer. Mehr Dragon Quest-like.
Da ist das auch immer so mit dem Wiederbeleben, mit dem Priester und so weiter oder halt mit nur einem sehr seltenen Item, wobei man hier ja Phönix wieder kaufen kann. Aber hey, wir haben es geschafft. Und übrigens, ich bin der Meinung, dass man in dieser Version des Spiels ein Gegengift kaufen muss, beziehungsweise das Inn, glaube ich, die Vergiftung nicht heilt. Und ich möchte deswegen jetzt nicht ins Inn gehen und dann quasi wieder verletzt weiterrennen. Das will ich nämlich nicht, weil dann, das könnte jetzt knapp werden. Wo ist das Inn? Ich weiß es nicht mehr. Hier vorne. Gut, dann können wir, ich kann es ja, glaube ich, mal einfach so überprüfen. Aber, achso, nee, wir sind beim Priester. Okay, gut, das passt. Du heilst keine wie nutzlos bist du denn? Wenn meine Charaktere jetzt auf dem Weg sterben, wegen dir, das werden sie wahrscheinlich. Ja, die gehen gleich drauf. Das ist jetzt ganz schön doof. Passiert's, wie viel Leben habt ihr noch? Okay, Moment, die Vergiftung sinkt nicht tiefer als 1? Gut. Ja, es tut mir leid, ich muss gestehen, ich hatte noch nie so einen Anfall von Vergiftung in diesem Spiel. Aber gut, ich muss erstmal den Itemshop finden. Aber das ist gut, man überlebt das mit 1. Ich dachte, man stirbt durch die Vergiftung. Ich glaube, in Pokémon war das nämlich auch der Fall. Aber wie gesagt, ich hatte in Final Fantasy 1 nie groß mit Vergiftung zu tun. Ich weiß nicht, in meinem letzten Durchschauen hatte ich scheinbar mehr Glück als Verstand. Aber erstmal den Itemshop finden. Wenn der muss ja irgendwo sein. Der muss ja, hier ist er. Definitiv erstmal ein paar Gegengift kaufen. Und ja, das Ding ist halt, wir haben halt nicht unendlich Geld, ne? Nehmen wir mal 10 Stück erstmal mit, weil ich will auch ein paar Zauber kaufen, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Ein paar Potions fürs normale Heilen ist auch nicht verkehrt. Ja, und es kann ruhig weiter leuchten. Warum bin ich eigentlich immer noch vergiftet, wenn mein Leben durch Gift gar nicht mehr sinken kann? Das wirkt auch so ein bisschen wie ein Fehler im Spiel. Ich meine, könnte ich auch daneben liegen, aber gut, da wir eh in der Stadt sind, kann ich ein bisschen rumdashen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ins Inn und überprüfen das, ob meine Theorie stimmt, dass das Schlafen nämlich das Gift nicht heilt, weil ich meine, ich werde mich da nicht bewegen und dann sind wir immer noch voll, wenn ich dann die Gegengifte reinwerfe. So, na dann schauen wir mal. Wäre mir natürlich lieber, würde ich mich irren, aber ich glaube nicht. Nee, ich sag's ja, die sind immer noch vergiftet, aber das ist ja jetzt kein Problem. Moment, Sort, so automatisch sortieren ist immer gut. Naja, ein Monster hat er nicht, aber hier schon. Und dann heilen wir einfach mal die Vergiftung. Jetzt haben wir noch 8 Gegengifte, das sollte erstmal reichen. Viel interessanter ist, dass wir jetzt ordentlich einkaufen gehen. Gut, die Level für die nächste Zauberstufe haben wir eh noch nicht erreicht, das ist also auch nicht schlimm. Aber ich will definitiv ein paar Zauber haben. Schau mal, es gibt Fire, was alle Gegner auf dem Kampffeld angreift, was nämlich richtig, richtig geil ist. Dann gibt es Hold, was Gegner paralysiert. Ich glaube, das ist in der NES-Version verbuggt. Ich bin mir nicht sicher. Und Fokora interessiert mich auch nicht so sehr. Was mich hier interessiert für Black Magic ist auf jeden Fall Thunderer, Bams und Fire. Sollten beide ihren Schaden machen, erst recht, weil sie Multitargeting-Spells sind. Die treffen also immer alle Gegner. Es ist also nicht so wie zum Beispiel in Final Fantasy 9, wo man das selber bestimmen kann, oder in Final Fantasy 6, sondern eher wie Final Fantasy 10, entweder oder. So, hier wollen wir auf jeden Fall Null Blaze, bin ich der Meinung. Hier ist ein Zauber, der mich nicht so sehr interessiert. Einfach weil er zwar alle heilt, aber nicht wirklich viel. Dann gäbe es noch Diara, was eine Verbesserung von dir ist, und Kira. Problem aber, wir haben 3000, ich kann mir 3 Zauber kaufen, alles klar. Na, dann nehmen wir Kira, dann nehmen wir Diara und Null Blaze, damit wir einfach Fire Damage halbieren können. Das wird für die Zukunft noch wichtig werden. Wenn ihr mehr Geld haben solltet als ich, dann könnt ihr das gerne raushauen und weitere Sachen kaufen. Moment, ich kann euch ja eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ja, verbringen wir mal ein bisschen mehr Zeit hier in Elfheim. Gehen wir nämlich mal hier hin, weil ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, ich habe es, glaube ich, auch schon angesprochen. Hier gibt es Zauberstufe 4 Zauber, sind nochmal deutlich teurer. Ja, hier können wir dann Poison heilen, ganz toll, ne? Aber sind interessante Zauber, aber auf der Stufe sind wir noch nicht. Ist nur gut schon mal das zu wissen, würde ich meinen. Und dort gibt es genauso die Stufe 4 Black Magic. Haste, das ist ein richtig guter Zauber. Haste funktioniert hier logischerweise anders als in modernen Final Fantasies, weil man ja nur einmal die Runde dran ist. Aber funktioniert richtig gut. Ich bin der Meinung, White Mage müsste Stufe 13 sein für die nächste Zauberstufe. Und der Red Mage Stufe 15, wenn ich jetzt nicht daneben liege. Gut, dann überlege ich gerade, ich glaube, waffentechnisch gibt es eigentlich auch nichts, was wir jetzt kaufen könnten. Nee. Dann heißt das, können wir die nächste Ortschaft eigentlich aufsuchen. Ja, das ist klar. Weil wie gesagt, die Krone wird uns nicht heil... Natürlich spielen, natürlich. Komm, bleib dran. Wer bist du? Auch noch die... Gut, dann können wir das jetzt einfach mal demonstrieren. Und zwar hauen wir einfach mal ein Fire aus. Ihr habt schon gesehen, trifft alle. Ihr sollt uns eigentlich auch gut helfen. Ich weiß jetzt nicht, ob euer Schwäche Fire war. Ich glaube, ja, Blizzaga wäre gut gewesen.
Aber den Zauber haben wir noch nicht. Oh, hat doch eine schicke Animation und tötet zumindest alle schwachen Gegner. Das ist halt der Vorteil. Multitargeting-Spells setze ich gerne gegen große Gruppen von schwachen Gegnern ein, einfach damit sie schneller down sind. Jedenfalls die Ojob, wo ich hin will. Bams ist diese hier oben. Dort befindet sich etwas, ja, was wir mit der Krone anstellen können. Ich meine, wohin gehört eine Krone? Ha? Ihr wisst es selber. Das wurde, glaube ich, von dem Spiel aber auch nicht wirklich großartig erzählt. Aber falls ihr damit Probleme habt, dann kann ich immer nur sagen, es ist ein altes Spiel. Und alte Spiele funktionieren nun mal anders. Ich meine, schaut euch die Spiele auf dem NES an. Das ist wirklich immer nur erkunden, erkunden. Testen wir mal Thundara. Aber die alten Spiele sind wirklich immer größtenteils erkunden. Den Rest macht ihr selber. Story 5%, Erkunden 95%. So ist das halt früher gewesen. Und deswegen dürft ihr hier doch keinen wirklichen Story-Schinken erwarten, sondern es geht hier wirklich mehr ja, um das Erkunden und um im Original höhere Schwierigkeit, die hier aber sehr, sehr, sehr gemindert wurde. Ich meine, es ist nicht so, dass dieses Spiel jetzt bockeneinfach ist, aber es ist doch deutlich einfacher als die Originalversion. Auch wenn es dort, wie gesagt, Waffen gab, die man hier nicht mehr kaufen kann. Jedenfalls müssen wir ein bisschen weiter nach Westen, in der Nähe, wo auch die Marschkäfer, und dann ab einem gewissen Punkt etwas nach Norden. Ja, ich würde diese Ortschaft eigentlich ganz gerne heute noch erreichen, aber wenn die Gegner nicht mitmachen, dann ist das halt so eine Sache. Aber hier kommen wir jetzt eigentlich ganz gut vorwärts. Ich glaube, das könnte sogar noch klappen. Aber gut, hier ist die Ortschaft, die ich gesucht habe. Das ist nämlich ein weiteres Königreich. Ha, tatsächlich, hier in der Nähe von Elfheim, ha? Aber wen oder was werden wir in diesem Königreich treffen, ha? Findet's uns beim nächsten Mal. Let's Play Final Fantasy. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.